Ort ist gefährlicher und stellt mehr Herausforderungen an den Menschen als der Weltraum. Gerade erst vor einem halben Jahrhundert haben wir den Schritt in diese unbekannte Welt gewagt. Durch Menschen mit Visionen und Ideen. Aber auch durch Helden, die bis zum Mond reisen. Doch das Ziel ist es, unser Sonnensystem zu verlassen. Wir haben dabei gelernt, dass unsere erdbezogene Sichtweise des Sonnensystems viel zu beschränkt war. Stück für Stück haben wir Dinge entdeckt, die wir so nicht erwartet haben. Die Pioniere der Raumfahrt bringen uns das Universum immer wieder ein Stück näher. Der erste Mensch im All. Die Reise zum Mond. Die internationale Raumstation ISS. Doch im Sommer 1977 starteten zwei Missionen zu einer unendlichen Expedition. Es geht zu Jupiter, Saturn, Neptun. Die Raumschiffe Voyager 1 und 2 sollten zum ersten Mal das Sonnensystem verlassen und die Botschaft der Existenz der Menschheit in andere Sternensysteme tragen. Eine Reise, die vermutlich viel länger dauert als die Existenz unserer Erde. Das ist Teil unseres Drangs, den Weltraum über die Erde hinaus zu erforschen. Der Weltraum mit seinen unendlichen Weiten und unbekannten Tiefen zieht uns magisch in seinen Bann. Und tatsächlich könnten wir in einer fernen Zukunft darauf angewiesen sein, jenseits unseres Planeten nach neuen Lebensräumen Ausschau zu halten. Nur Weltraumforschung wird den Fortbestand unserer Zivilisation sichern. Und hier sollen die Voyager-Raumschiffe Grundlagenforschung leisten. Das Spannende daran ist, dass das Raumschiff wahrscheinlich länger bestehen wird als die Erde selbst. Nur wenige Jahre nach der ersten Mondlandung geht mit den beiden Raumschiffen ein Traum der Weltraumvisionäre in Erfüllung. Die Erforschung unseres Sonnensystems und vielleicht eine Nachricht der Menschen an fremde Zivilisationen. Wie eine Flaschenpost treiben die beiden Raumschiffe immer tiefer ins All. Während 1977 Songs wie Hotel California die Presswerke der Schallplattenfabriken verlassen, arbeiten die Wissenschaftler der NASA an einer ganz besonderen Platte. Auf ihr befinden sich die Sounds of Earth, die Töne der Erde. Falls Voyager auf dem Weg auf kosmische Nachbarn trifft, wurden auf eine kupferne Schallplatte Klänge der Erde eingraviert. Unter diesen befindet sich die Musik Bachs, Beethovens und Mozart, Wahlgesang, der Klang von Regen, Herzklopfen und Gelächter. Außerdem 115 Bilder und Diagramme, die unsere Zivilisation repräsentieren. Die Schallplatten werden mit den Voyager-Sonden ins All geschickt. Es ist eine Botschaft an fremde Zivilisationen. Es ist eines der aufregendsten Abenteuer der Raumfahrt seit der Mondlandung. Denn die beiden Sonden sollen unser Sonnensystem verlassen. Heute, fast 40 Jahre nach dem Start, schicken die beiden Sonden noch immer Signale zur Erde. Den nächsten Stern werden sie wohl in 40.000 Jahren erreichen. Ed Stone ist heute fast 80 Jahre alt. Er war der wissenschaftliche Leiter der Voyager-Mission. Niemals hatte er geglaubt, dass seine Sonden so lange senden. Ein Steuersignal muss 18 Stunden zurücklegen, bis es die Sonde erreicht. Es dauert weitere 18 Stunden, bis uns die Rückmeldung erreicht, bestätigt. Habe es empfangen. Die Herausforderungen sind enorm. Schon ein Flug zum Mars ist kompliziert und teuer. Aber an den Rand des Sonnensystems? Die Aufgabe scheint Mitte der 60er Jahre unlösbar. Doch ein junger Student, Michael Minovich, will mit der sogenannten Slingshot-Technik die Sonden auf die nötige Geschwindigkeit bringen. Michaels Idee? Die Anziehungskraft der Planeten soll die beiden Sonden Voyager 1 und 2 von einem Ziel zum nächsten schleudern. Und dadurch immer schneller machen.
Dafür müssen Millionen Berechnungen durchgeführt werden. Ein aberwitziges Unterfangen. Minowitsch nutzt den leistungsfähigsten Computer der damaligen Welt. Eine Stunde Rechenzeit kostet 1.000 Dollar. Die NASA geht auf volles Risiko. Sie traut dem Studenten ohne Doktortitel die Lösung eines Problems zu, an dem alle Mathematiker vor ihm gescheitert waren. Minowitsch berechnet mehrere Flugbahnen. Auch solche von Flügen, die schon stattgefunden haben. Das Risiko zu scheitern ist groß. Das Jet Propulsion Laboratory in Pasadena verfügt über die präzisesten Daten des Sonnensystems. Hier werden die komplexen Berechnungen von Michael Minowitsch auf den Prüfstand gestellt. Und tatsächlich, die Flugbahnen stimmen. Es ist ein großer Moment der Mathematik und für Minowitsch. Unter Ausnutzung der Anziehungskräfte verschiedener Körper können Raumschiffe auf nie erreichte Geschwindigkeiten beschleunigt werden. Von der Erde geht es zu Jupiter, dann mit neuem Schwung zu Saturn. Der Gasriese wird die Sonde weiter zu Pluto katapultieren. Alles ohne Raketenantrieb, nur unter Ausnutzung der Schwerkraft. Mit seiner Idee öffnet der junge Mathematiker die Tür zum gesamten Universum. Der Eroberung des Weltraums steht nichts mehr im Wege, jedenfalls in der Theorie. Ein historischer Glücksfall kommt den Wissenschaftlern am JPL in Pasadena zur Hilfe. Anhand von Berechnungen wussten sie, dass die großen Planeten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun alle perfekt aufgereiht sein würden. Eine einzigartige Konstellation, die das nächste Mal erst wieder in 176 Jahren auftreten sollte. Eine Gelegenheit, die sie nicht verpassen wollten. Dieser Zeitdruck hilft, das ehrgeizige Projekt der Planetary Grand Tour voranzutreiben. Seit der Mondlandung 1969 war keine Mission der NASA so ambitioniert. Die zwei Sonden sollen Nahaufnahmen von Welten liefern, die bis dahin von den Teleskopen wegen der verzerrenden Erdatmosphäre nur verschwommen zu sehen waren. Die nächste große Herausforderung betrifft die Technik der Voyager-Raumschiffe. Sie muss so robust sein, dass sie mindestens ein Jahrzehnt die extremen Bedingungen des Alls übersteht. Doch etwas bereitet den Wissenschaftlern Sorge. Es sind die Daten einer anderen Sonde, Pioneer 10. Sie übermittelt den Voyager-Ingenieuren überraschende und gefährliche Daten. Die Elektronenstrahlung ist auf der Reise bis zu 10.000 Mal stärker als gedacht. Wir mussten die Sonde umbauen und kleine Schutzschilde um die empfindlichen Teile bauen. Wir haben Leiterbahnen entwickelt, die kleine Schäden locker wegstecken können. Wir waren also abgesichert gegen die Probleme, die durch den Vorbeiflug an Jupiter drohten. 20 Jahre früher, im März 1957, war an solch ein Projekt wie Voyager noch gar nicht zu denken. Die Raumfahrt steckte in den Kinderschuhen. Doch im März 1957 beginnen amerikanische Wissenschaftler und Militärs an einem Geheimprojekt zu arbeiten. Im Niemandsland entstehen merkwürdige Fabriken und es gehen mysteriöse Dinge vor sich. Der Auftrag? Die Wissenschaftler sollen ein Raumschiff bauen und vor den Russen im All sein. Als Antrieb sollen kleine Atombomben dienen. Die Ingenieure arbeiten an Antrieben, die mit Kernspaltung extrem hohen Schub liefern. Das kühnste Projekt jener Zeit ist Orion. Das Prinzip ist einfach. Durch eine Reihe gezielter Nuklearexplosionen, die kurz hintereinander gezündet werden, sollte die Rakete genug Schub entwickeln, um sogar das Sonnensystem zu verlassen. Eine graphitbeschichtete Stahlplatte federt die Wucht der Explosion unter dem Raumschiff ab. Zunächst fliegen die Modelle mit konventionellem Sprengstoff. Doch schon bald sollen diese mit Atomtreibsätzen fliegen. Um die radioaktive Belastung macht man sich zunächst kaum Gedanken. Nach 8 Jahren wird im Juni 1965 das Ende von Orion beschlossen.
Auch aus politischen Gründen. Denn ein Jahr zuvor unterzeichnen die Supermächte einen Vertrag, der Kernwaffenexplosionen im All verbietet. Dennoch setzen die Amerikaner alles daran, die Russen in der Raumfahrt endlich zu schlagen. Es war die Auseinandersetzung zwischen zwei Supermächten. Und der einzige Grund, auf den Mond zu gehen, soweit es die Vereinigten Staaten betraf, war, dieses Rennen endlich zu gewinnen. Mehr als ein Jahrzehnt nach dem Start des ersten Erdsatelliten Sputnik 1 ist Russland noch immer führend in der Raumfahrt. Juri Gagarin umrundet die Erde. 4 Jahre später verlässt Alexei Leonow als erster Mensch sein Raumschiff und schwebt nur mit einer Leine gesichert frei im Weltall. Die westliche Welt ist schockiert. Und die Amerikaner müssen mehr denn je riskieren, um die Russen zu übertrumpfen. Es beginnt der Wettlauf zum Mond. Doch das große Ziel fordert auch einen hohen Preis. Es verschlingt Milliarden von Dollar. Und es ist auch eine Geschichte des Scheiterns. Manche der frühen Tests waren grandiose Fehlschläge. Doch sie lieferten wertvolle Erkenntnisse über Antriebe und Steuereinheiten. Innerhalb kürzester Zeit starten die Amerikaner ehrgeizige Programme. Das Auswahlverfahren künftiger Astronauten ist hart. Neueste Trainingsmethoden sollen das Überleben im All sichern. Die Forscher entwickeln Kapseln, mit denen Forschungstechnik, aber auch Menschen ins All kommen sollen und die dabei auch den riskanten Wiedereintritt überleben. Nur ein knappes Jahr nach den Russen gelingt es den USA, mit dem Mercury-Programm endlich einen Astronauten sicher in den Orbit zu bringen, John Glenn. Im Februar 1962 startet er an Bord der Kapsel Friendship 7 und umrundet dreimal die Erde. Doch beim Wiedereintritt in die Atmosphäre kommt es zu Problemen mit dem neuartigen Hitzeschild. Aufgrund eines defekten Schalters weiß niemand, ob das System funktioniert. Hier ist Mercury Mission Control. Wir geben die Zeitabfolge durch. Es sieht gut aus, John. Doch der Wiedereintritt funktioniert. John Glenn überlebt und landet nach 5 Stunden Raumflug sicher im Atlantik. Nur 3 Jahre später, 1965, startet mit einer Titan-2-Rakete das Gemini-Projekt. Zum ersten Mal sollen 2 Amerikaner in den Weltraum. Schritt für Schritt tasten sich so Menschen ins All vor. Am 7. Juni 1965 verlässt auch der erste Amerikaner sein Raumschiff. Nach 10 erfolgreichen Flügen wird das Gemini-Projekt beendet und vom Apollo-Programm abgelöst. Dieses befördert 1968 die ersten Menschen in einen Mondorbit. Benannt nach dem griechischen Gott Apollo, hat das neue Projekt nur ein Ziel vor Augen. Mit der neuen Technik Menschen auf den Mond zu bringen. Mit Saturn V bauen die Ingenieure der NASA die bis dahin größte Rakete der Welt. Mit dem gewaltigen F1-Triebwerk ausgestattet, ist das Ziel zum Greifen nah. Die ersten Menschen sind unterwegs zum Mond. Schritt für Schritt wird der Weltraum erobert. Am 20. Juli 1969 landet die Mondfähre Eagle schließlich auf dem Erdtrabanten, vor den Russen. Für Wissenschaftler, aber auch Politiker, geht ein Traum in Erfüllung. Doch dafür zahlen die Amerikaner einen hohen Preis. 3 Astronauten sterben während der Testphase. Apollo kostet den amerikanischen Staat über 120 Milliarden und bringt neue Technologien hervor, die auch Projekten wie Voyager den Weg ebnen. Webster, Texas. Hier lebt und arbeitet Franklin Chang Diaz. Mit 7 Raumflügen hält er momentan den Rekord. Er weiß, welche unglaubliche Leistung die Weltraumingenieure erbracht haben.
Die USA gewannen das Rennen. Aber es ging ja nicht darum, auf dem Mond zu bleiben. Es ging darum, zu demonstrieren, dass es machbar ist. Doch das ganze Projekt war in keiner Weise nachhaltig. Dennoch sorgt das teuerste Forschungsprogramm in der Geschichte der Menschheit für völlig neue Technik und neue Impulse in der Raumfahrt. Nach 6 weiteren Mondmissionen wird das Apollo-Programm 1972 beendet. Es dauert fast 5 Jahre, bis die Amerikaner mit der Voyager-Mission 1977 den nächsten großen Schritt wagen. Die Reise eines unbemannten Forschungsraumschiffs quer durch unser Sonnensystem in Richtung Unendlichkeit. Herbst 1977. Mit 2 Wochen Abstand starten die beiden Voyager-Sonden. Bis zum ersten Ziel, dem Jupiter und seinen Monden, sind es rund 800 Millionen Kilometer. 2 Jahre später, im April 1979, ist es soweit. Die Voyager-Mission erreicht ihr erstes Ziel. Über die riesigen Antennen des Deep Space Networks treffen die ersten Daten ein. Bilder des größten Planeten unseres Sonnensystems, Jupiter. Das Kamerasystem wird auf den riesigen Gasplaneten ausgerichtet. Die Bilder sind sensationell klar und detailreich. Die Wissenschaftler sehen zum ersten Mal das komplexe Geschehen in der Atmosphäre und sind fasziniert. Voyager 1 soll auch Aufnahmen des Jupitermondes Io machen. Dabei kommt die Sonde dem Jupiter so nahe, dass die elektromagnetische Strahlung sie gleich zu Beginn außer Gefecht setzen könnte. Doch die Technik ist extrem robust gebaut und übersteht den Flug durch den kritischen Bereich. Auf der Erde treffen die Daten ein. Für heutige Verhältnisse im Zeitlupentempo. Die Sonde sendet 160 Bits pro Sekunde. Ein Bild mit 1 Million Bits braucht also ziemlich lange, bis es uns erreicht. Doch das Warten lohnt sich. Die Daten, die Bit für Bit im Rechenzentrum der NASA auflaufen, sind sensationell. Die Forscher entdecken eine unbekannte Struktur auf dem Jupitermond Io. Irgendetwas scheint vom Boden hoch aufzuragen. Es ist tatsächlich ein Vulkanausbruch, fast 300 Kilometer hoch. Die Menschheit blickt auf ihren ersten aktiven außerirdischen Vulkan. Vor Voyager wussten wir nur von aktiven Vulkanen hier auf der Erde. Und dann flogen wir an einem Jupitermond namens Io vorbei. Und der hat 10-mal so viel vulkanische Aktivität wie die Erde. Und plötzlich war uns klar, dass unsere erdbezogene Sichtweise viel zu beschränkt ist. Jupiter. Es ist der Planet in unserem Sonnensystem mit den meisten Monden. 67. Was Voyager im Jahr 1979 entdeckt, führt über 30 Jahre später zu einer einmaligen Forschungsmission. 5. August 2011, Cape Canaveral. Eine Atlas V-Rakete bringt die Sonde Juno auf ihren Weg zum Jupiter. Im Sommer 2016 trifft Juno beim größten Planeten des Sonnensystems ein. Das Ziel der Forschungsmission? Die riesige Gaskugel, ein Jahr lang genau zu erforschen. Juno erreicht Jupiter, indem sie an der Erde 2 Jahre nach dem Start wieder vorbeifliegt und in einer Höhe von 500 Kilometern Schwung gewinnt. Sie wird also von der Anziehungskraft der Erde wieder angezogen und zum Jupiter hingeschleudert. Ohne größere Rakete kann man Jupiter nicht direkt erreichen. Dieses Manöver läuft in einem sehr kleinen Zeitfenster nach dem Start ab. Man kann dabei nicht mehr eingreifen. Also muss man vertrauen, dass die Berechnung der Flugbahn richtig war.
Ich erwarte, dass Juno uns mehr dazu sagen wird, wie Planeten funktionieren, wie Hitze austritt, welche Art von Strömungen im Planeten existieren, wie das Magnetfeld erzeugt wird. Wenn wir wissen, wie Jupiter aufgebaut ist, wird uns das ein ganzes Stück weiterbringen. Denn Jupiter ist der massereichste Planet in unserem Sonnensystem. Also wenn wir diesen Himmelskörper verstehen, dann können wir auch den Aufbau von allem anderen nachvollziehen. Und nicht nur das. Selbst die Jupitermonde sind für die Forscher enorm interessant. Es gibt ein paar Monde um Jupiter herum. Die sind erdähnlich genug, dass es dort möglicherweise Leben gibt. Leben, das wir auch entdecken können. Und auch das faszinierendste Merkmal Jupiters wird die neue NASA-Sonde untersuchen. Den sogenannten roten Fleck. Einen geheimnisvollen Wirbelsturm, den Astronomen auf der Erde schon vor 300 Jahren entdeckten. It's a swirling mass of gas. Es ist eine wabernde Gasmasse und bunte Wolken sind drin, größer als auf der Erde. Es gibt ihn, seit das Teleskop erfunden wurde, vielleicht noch viel länger als das. Manche Leute bezeichnen ihn als Wirbelsturm, aber er funktioniert wahrscheinlich anders als ein solcher. Es gibt keinen Ozean, der unter ihm liegt. Er ist viel größer als alle uns bekannten Wirbelstürme und es gibt keinerlei Auge im Zentrum. Der rote Fleck rollt wie ein Wälzlager zwischen den äquatorialen Wolkenbändern des Planeten. Nördlich des roten Flecks befindet sich ein westlich strömender Jetstream und südlich von ihm ein Jetstream, der sich in die andere Richtung bewegt. Diese Starkwindbänder stabilisieren den roten Fleck und klemmen ihn ein. Es gibt keinen festen Untergrund, mit dem man Windgeschwindigkeit messen könnte. Sie wird manchmal schneller und auch langsamer. Sie ist nirgends verankert. Seine Bewegungen sind nicht vorhersehbar. Doch was liegt unter den gigantischen Stürmen und Wolkenbändern? Warum hat Jupiter ein Magnetfeld, das bis zu 20 Mal stärker als das unserer Erde ist? Aus welchen Gasen besteht die Atmosphäre? All dies soll Juno untersuchen. Die Sonde hat spezielle Instrumente. Somit kann Juno direkt durch die Wolken des Jupiters blicken. Vielleicht trägt er die Geheimnisse des Sonnensystems und unseres Ursprungs in sich. Doch Jupiter hat noch ein Geheimnis, das es zu lüften gilt. Die wunderschönen Ringe des Saturns sind sehr bekannt. Es stellt sich aber heraus, dass Jupiter auch über solche Ringe verfügt. Diese Ringe sind aus Staub und daher schwer zu erkennen. Sie wurden tatsächlich erst von Voyager entdeckt. Davor wussten wir nicht, dass Jupiter überhaupt Ringe hat. Sie werden von kleinen Himmelskörpern erzeugt, die nah um den Planeten kreisen. Diese Brocken geben von ihrer Oberfläche Staub ab, der die Ringe formt. Deswegen sind sie von der Erde aus so schwer zu erkennen. Wenn man mit einem Raumschiff nah genug herankommt, sind sie natürlich einfacher zu sehen. Manche sorgen sich darum, dass Juno in einen dieser Ringe gerät. Das ist aber nicht der Fall. Wir haben die Flugbahn so gewählt, dass sie nicht direkt durch einen dieser Ringe führt. Für die Juno-Mission lieferte das Raumschiff Voyager vor über 30 Jahren die wissenschaftlichen Grundlagen. Am 25. April 1979 trifft Voyager 2 im Jupiter-System ein und löst das Schwesterraumschiff ab, das sich jetzt auf den Weg zum Saturn macht. Die Forscher auf der Erde haben nun 2 Jahre Zeit, sich auf die Begegnung mit Saturn vorzubereiten. So lange dauert der Flug von Voyager 1 dorthin. Allerdings sind die Sonden mittlerweile so schnell, dass nur wenige Stunden Zeit bleiben werden, um im Vorbeiflug wissenschaftliche Daten zu sammeln. Das Erstaunliche: die beiden Sonden sind noch immer auf dem richtigen Kurs und halten die ganze Zeit Verbindung mit der Erde. Was erst vor einer Generation möglich zu werden schien, wurde jetzt Realität. Nach seiner Milliardenkilometer langen Reise schickt das Raumfahrzeug Voyager Nahaufnahmen vom Planeten Saturn. Voyager funkt Bilder in nie dagewesener Auflösung zur Erde. Es sind Aufnahmen, die nicht nur die Forscher faszinieren. Zum ersten Mal erkennt man die Details des zweitgrößten Planeten unseres Sonnensystems mit über 120.000 Kilometern Durchmesser und damit fast 10-mal so groß wie unsere Erde.
Dort weiß man, dass Saturn von unzähligen verschiedenen Ringen umgeben ist. Doch aus was bestehen sie? Dieses Geheimnis kann Voyager endlich lösen. Es sind kleine Eisbrocken und Steine, die die Ringe des Saturns bilden. Die überraschten Wissenschaftler analysieren begierig jedes Detail. Oft bis zur totalen Erschöpfung. Die Experten entdecken in den Ringen ungewöhnliche dunkle Flecken. Es sind sichtbare Auswirkungen des starken Magnetfeldes des Gasriesen. Auf der Erde will man daher unbedingt mehr erfahren. Und so wird die Schwestersonde Voyager 2 umprogrammiert, um die Saturnringe genauer zu untersuchen. Voyager 1 nimmt währenddessen Kurs auf den Saturnmond Titan, unter dessen Methanatmosphäre Leben vermutet wird. Die Forscher in der Kommandozentrale warten gespannt auf die Ergebnisse, die ihnen Voyager zusenden wird. Der Mond hat Ähnlichkeiten mit der Erde und man erhofft sich vielleicht, Vorboten von Leben zu finden. Doch die Bilder enttäuschen. Die Kamera kann nicht durch die dichte Methanatmosphäre blicken. Erst Jahrzehnte später sollte dies der Raumsonde Cassini gelingen. Was für die Forscher heute ein besonderes Ziel ist, das sie ausführlich untersuchen können, ist für Voyager 1 nur ein kurzer Augenblick auf seiner langen Reise. Und für den Abstecher zu den Saturnmonden zahlt das Team einen hohen Preis. Voyager 1 muss seine Flugbahn verlassen. Hier trennen sich die Wege der Schwestersonden. Während sich Voyager 1 nun auf dem Weg aus dem Sonnensystem heraus befindet, fliegt Voyager 2 weiter in Richtung Uranus und Neptun. Alles hängt nun von der verbleibenden Sonde ab. Sie ist nun seit 8 Jahren unterwegs und sie sendet noch immer Daten. Das Problem? Der Bordcomputer hat weniger Speicher als ein heutiger USB-Stick und muss neu programmiert werden. Ein Update aus 2,5 Milliarden Kilometern Entfernung. Voyager 2, das vor 8,5 Jahren gestartete erstaunliche Roboterraumschiff, hat einen weiteren Meilenstein erreicht, als es heute als erstes Raumschiff den Planeten Uranus erreichte. Die neue Programmierung funktioniert. Die klaren Bilder aus über 3 Milliarden Kilometern demonstrieren die Fähigkeiten der Ingenieure. Nur wissenschaftlich enttäuscht diese Station. Die Daten vom Planeten Uranus bringen wenig Neues. Neptun dagegen hat sich bis dahin selbst den mächtigsten Teleskopen entzogen. Um auf seinem Kurs zu bleiben, muss Voyager 2 haarscharf am Pol von Neptun vorbeischrammen. Die Geschwindigkeit der Sonde ist inzwischen so hoch, dass die Aktion präzise auf die Sekunde genau geplant werden muss. Es wird keine zweite Chance geben. Am 25. August 1989 rast Voyager 2 auf den Planeten Neptun zu. Mit 10 Stunden Verzögerung erreichen die Daten die mächtigen Empfangsschüsseln auf der Erde. Zum ersten Mal erreichen Bilder des Eisriesen die Wissenschaftler auf der Erde. Und diese erscheinen alles andere als fremd. Seine blaue Farbe lässt den 8. und entferntesten Planeten des Sonnensystems wie einen Cousin der Erde erscheinen. Die Flugroute führt die Sonde auf bis zu 4.800 Kilometer an Neptun heran, näher als an die anderen Planeten auf ihrer Reise. Insgesamt 9.000 Bilder sollte Voyager 2 zur Erde schicken. Voyager 2 hat sein Ziel erreicht. Die Sonde hat auf dem Weg in den interstellaren Raum noch ein letztes Bild des Universums gemacht, das noch niemand je gesehen hat. Und wieder gelingt dem Voyager-Team ein Coup. Sie sehen einen extrem aktiven Planeten und einen riesigen Wirbelsturm wie auf dem Jupiter. Und der Planet hat Wolken. Wir hatten die Vermutung durch Beobachtungen von der Erde aus, dass Neptun ein paar Wolken hatte.
Wir waren aber nicht auf das spektakuläre Wetter auf dem Planeten vorbereitet, das Voyager vorfand. Tatsächlich ist Neptun der windreichste Planet im Sonnensystem. Und das hätte ich nicht erwartet. Winde mit 325 Metern pro Sekunde, so schnell bewegt sich der große dunkle Fleck. Bevor die Kamera für immer abgeschaltet wird, sendet Voyager 2 noch ein letztes Bild. Neptun und sein Mond Triton. Wir haben so viele Sachen zum ersten Mal gesehen und erforscht. Das lässt sich so nicht mehr wiederholen. In diesem Sinne ist Voyager als Entdeckungsmission einzigartig. Auch Voyager 1, unterwegs in den scheinbar endlosen Weiten des Sonnensystems, macht nun, im Februar 1990, seine letzten Bilder. Das Signal, das zur Erde gesendet wird, ist extrem schwach. Ein Millionstel von einem Milliardstel Watt. Die empfangenen Daten ergeben ein Mosaik. Wissenschaftlich hat es keinen größeren Wert, aber es inspiriert Laien und sogar Wissenschaftler. In der Mitte ein kleiner, blasser, blauer Punkt. The Pale Blue Dot. Unsere Heimat, die Erde. Bis heute ist der Pale Blue Dot ein Sinnbild für die Zerbrechlichkeit unserer Erde, aber auch für die unendlichen Weiten des Universums. Nur 2 Monate nach dem letzten Bild von Voyager 1 schickt die NASA mit Hubble ein Teleskop ins All, das mit seinen Bildern das Wissen über die Vorgänge im Universum erneut grundlegend verändern sollte. 11 Jahre nach dem Start der Voyager-Sonden war die NASA soweit. Am 24. April 1990 startet das Space Shuttle Discovery mit dem Hubble-Teleskop an Bord vom Kennedy Space Center aus. Discovery Houston, performance is nominal. You have a go to open the doors. Für Hubble gehen die Ingenieure an die Grenzen des Möglichen. Das Space Shuttle fliegt auf 600 Kilometern Höhe, statt der sonst üblichen 300. Geht etwas schief, reichen die Treibstoffreserven und Sauerstoffvorräte für eine sichere Rückkehr zur Erde möglicherweise nicht aus. Discovery, hier ist Houston. Lasst Hubble frei. Die Crew setzt Hubble planmäßig aus. Das 13 Meter lange und etwa 4 Meter breite Teleskop schwebt frei im All. Doch die Freude über diese Pioniertat währt nicht lange. Denn bald schon taucht ein Problem auf. Etwas, mit dem niemand gerechnet hatte. Hubbles Aufnahmen sind völlig unscharf. Sie unterscheiden sich nicht von einem mittelmäßigen Teleskop, wie es auf der Erde steht. Einer der Spiegel des Hubble-Weltraumteleskops ist nicht in Form. Dadurch sind seine Bilder nicht besser als die von Teleskopen auf der Erde. Jeff Hoffman war damals Mitglied der Crew. Die Enttäuschung war grenzenlos. Es war ein Desaster für die NASA, für die Astronomen. Die NASA war unter unglaublichem Druck. Sie wurde im US-Kongress angeprangert. Sie war das Gespött aller Fernsehshows. Es war eine furchtbare Zeit und uns wurde klar, wir müssen es reparieren. Mit einer neuen Shuttle-Mission will die NASA das Teleskop retten. Ein optisches Korrektursystem soll vor den falsch geschliffenen Spiegel angebracht werden. Zum Glück ist Hubble so gebaut, dass solche Reparaturmaßnahmen möglich sind. Und Jeff Hoffman ist mit dabei. Ein Team von Astronauten, Optikingenieuren und Astronomen fand heraus, was das Problem war und was falsch gelaufen war. Ich hatte das Glück, einer derjenigen zu sein, der ausgewählt wurde, um im All die Reparaturen umzusetzen. Zum Glück war Hubble so konstruiert, dass es von Astronauten in Weltraumanzügen gewartet werden konnte. 3 Jahre lang bereitet sich die Crew unter Wasser auf die komplizierte Rettungsaktion vor. Zum ersten Mal fliegt das Space Shuttle einen Einsatz, für den es von militärischer Seite einst konstruiert war.
ein Objekt im Erdorbit ansteuern und es einfangen. Nach 3 Tagen Flug erspäht Jeff Hoffman das Teleskop und dockt mit der Raumfähre Endeavour an Hubble an. 6 Stunden später beginnt der erste Außeneinsatz. Insgesamt wird die Reparatur 7 Tage in Anspruch nehmen. Geht alles gut, erhält Hubble nicht nur eine Korrekturoptik für scharfe Bilder, sondern auch eine neue Kamera, neue Solarpaneele sowie ein modernes Computersystem. Da es Probleme gibt, die Zugangstüren zu öffnen, dauert der Außeneinsatz der Astronauten viel länger als geplant. Nie zuvor waren Menschen länger außerhalb eines Raumschiffes. Die Hubble-Rettungsmission im Dezember 1993 war definitiv die komplexeste Shuttle-Mission, die je versucht wurde. Noch nie wurden 5 Weltraumspaziergänge geplant und viele hatten das Gefühl, dass diese Mission zu schwierig war und wir einfach zu viel wollten. Immer wieder müssen die Astronauten improvisieren. Die dicken Weltraumhandschuhe machen viele Arbeiten nahezu unmöglich. Ein Roboter hätte diesen Job nicht machen können. Aber wenn es darauf ankommt, sind Menschen sehr flexibel und können sich anpassen. Wir haben verstanden, worum es ging und das Teleskop repariert. Und darauf bin ich ziemlich stolz. Am 8. Flugtag sind alle Arbeiten am Weltraumteleskop erledigt. Jeff Hoffman und seine Crew haben Hubble repariert. Mit der neuen Korrektureinheit, einer Art Brille, wird das Teleskop endlich scharfe Bilder liefern. Am 9. Flugtag koppeln die Astronauten Hubble endgültig von der Raumfähre ab und schalten das Teleskop wieder ein. Anstatt verschwommener Aufnahmen liefert Hubble nun das, wovon Astronomen schon immer geträumt haben. Gestochen scharfe Bilder von Galaxien und Nebeln, die Millionen von Lichtjahren entfernt sind. Hubble zeigt uns zum ersten Mal atemberaubende Vorgänge im All. Etwa die Geburt von Sternen in dichten Nebelwolken. Seinen 25. Geburtstag feiert das Teleskop mit diesen Bildern. Es sind Aufnahmen des Westerlund-Clusters im Carina-Nebel. Ein Sternenentstehungsgebiet, gut 20.000 Lichtjahre von der Erde entfernt. In ihm befinden sich gut 12 sogenannter Null-Hauptreihensterne. Riesige Sonnen, gut 90 Mal größer als unsere eigene. Zuverlässig versorgt Hubble die Forscher unten auf der Erde und damit auch uns Tag für Tag mit fantastischen Bildern von Sternen und Galaxien außerhalb unserer Milchstraße. Von dort, wohin auch die Voyager-Sonden seit bald 40 Jahren unterwegs sind und bis heute noch Daten an die Erde senden. Mit dem Start von Voyager hat sich auch Professor John Belchers Blick in den Himmel verändert. Denn seit jener Zeit ist ein Stück von ihm mit den Sonden unterwegs in die Tiefen des Alls. Es ist ein Instrument, das der Physiker mitentwickelt hat. Ein Teilchensammler. Sein Gerät kann verraten, wann die Voyager-Sonden das Sonnensystem verlassen. Es ist der Ort, wo der interstellare Raum beginnt, also der Raum zwischen uns und den anderen Sonnensystemen in der Milchstraße. Doch nicht nur das Warten auf diesen Moment beschäftigt John Belcher all die Jahre. Auf der Rückseite des kleinen Instruments steht sein Name, versteckt eingraviert in die goldene Oberfläche. Mein Name steht auf dem Gerät und wird länger bestehen als die Erde selbst. Ich bin in West-Texas aufgewachsen bei einem Vater, der nur 7 Klassen besucht hat. Als der Satellit Sputnik in die Erdumlaufbahn geschossen wurde, ging ich gerade in die 7. Klasse.
Und heute steht tatsächlich mein Name auf etwas drauf, das zu den Sternen fliegt. Es ist einfach unfassbar, dass wir im Laufe eines Lebensalters solche Fortschritte gemacht haben. Im August 2012, etwa 35 Jahre nach dem Start, misst Voyager 1 einen Rückgang der geladenen Sonnenteilchen, während die interstellaren Teilchen zunehmen. Diese Strahlung ist etwa 100 Mal energiereicher als die der Sonne. Die Messwerte aus 16 Milliarden Kilometern Entfernung brauchen 15 Stunden zur Erde. Sie liefern Indizien, dass die erste Sonde das Sonnensystem verlassen hat. Doch gleichzeitig geben sie auch Rätsel auf. Als Voyager 1 ins interstellare Medium wechselte, änderte sich die Feldausrichtung der Teilchen nicht. Wir haben eine Veränderung von 20 Grad erwartet, doch sie wechselte gegenüber der Sonne nur um 1 Grad. Es ist uns ein völliges Rätsel, wieso. John Belcher wartet nun auf die Daten von Voyager 2, um dieses Rätsel zu lösen. Geduld gehört zu den wichtigsten Tugenden der Forscher. Nach 35 Jahren Warten auf die Daten von Voyager 1. Das sind da schon 2, 3 weitere Jahre. Das Universum funktioniert eben nach ganz anderen Maßstäben. Der nächste Stern ist 5 Lichtjahre entfernt. Und auch wenn Voyager extrem schnell unterwegs ist, reicht das längst nicht an die Lichtgeschwindigkeit heran. Der nächste Stern wird also erst in 30.000 Jahren erreicht. Also wir werden längst keinen Kontakt mehr zur Sonde haben, aber dennoch wird sie dort ankommen. Das Interessante dabei ist, dass das Raumschiff wahrscheinlich länger bestehen wird als die Erde selbst. Die Sonden und die Kupferschallplatten, die sie als Botschaft mit sich tragen, werden die Pyramiden überstehen. Mit Sicherheit werden sie auch die Menschheit überdauern. Allerdings ist es wenig wahrscheinlich, dass diese winzigen Sonden, die so Großartiges geleistet haben, in der unermesslichen Weite des Weltalls von jemandem gefunden werden. Aber was zählt, ist nicht, was die Scheiben anderen mitteilen. Die Botschaft ist vielmehr an die Menschheit selbst gerichtet. Das bedeutet etwas für uns, dass wir so eine Nachricht ins All schicken können. Denn diese Flaschenpost wird das Zentrum der Milchstraße für immer und ewig umrunden. Das Sonnensystem aus eigener Kraft mit 2 Sonden zu verlassen und auf dem Weg unschätzbar wertvolle Informationen über unsere entfernte Nachbarschaft zu sammeln. Auf diese Leistung können wir als Menschheit gemeinsam stolz sein. Das Alter des Universums datieren Wissenschaftler auf exakt 13,75 Milliarden Jahre. Einen Anfang gab es, aber gibt es auch ein Ende? Wie entstehen Sterne? Wie viele Planeten gibt es in unserer Galaxie der Milchstraße? Und sind wir am Ende gar nicht allein? Hubble Mission Universum.